didn't even get to run. Hey Freunde, heute haben wir mal etwas andere Premium-Raketen. Also wenn man mal guckt, die sind wirklich sehr lang, also der Karton ist sehr lang. Wir haben hier die Premium-Raketen von Nico, die es ausschließlich für Fachhändler gibt. Also die wird es im Laden so im Discounter nie geben. Wir haben hier die Delta-Fire-Raketen R10-200. R10 sind einfach 10 Raketen, also Raketen 10. 200 ist die NEM, 200 Gramm auf das ganze Paket. Und wir haben hier 5 verschiedene Effekte drin. Wir haben die Rakete Rain, Palm, Dahlia, Peony und Willow. Natürlich sind das Max-NEM gefüllte Raketen. Ich persönlich habe jetzt bezahlt für den Karton 25 Euro. Gibt es günstiger, gibt es billiger, je nachdem, wo ihr kauft. Alternativ, die sind jetzt hier von Zündidee. Zündidee ist unten verlinkt, genauso wie Röder. Wenn ihr den Shop unterstützen möchtet, könnt ihr ja das Handy. Jedes Mal ist das Handy dabei, ich muss das echt mal ausstellen. Könnt ihr den Shop gerne unterstützen. Ihr wisst ja, was letztes Jahr los war. Von daher, Unterstützung ist gut. Also Freunde, würde ich sagen, zünden wir von jeder Rakete draußen eine weg. Und ja, dann sehen wir uns draußen zur Zündung. Übrigens wollte ich noch erwähnen, diese Raketen sind komplett plastikfrei. Sowohl der Raketenkopf vorne, als auch die Verdeckung von den Zündschnuren ist komplett aus Papier oder beziehungsweise aus diesem neuen zusammengepressten Holzmaterial, soweit ich weiß. Ich muss mich da nochmal richtig belesen, auf jeden Fall komplett plastikfrei. Also das wäre eine Alternative zu Plasterraketen. Also Freunde, genug gelabert, gehen wir raus und ja, erfreuen uns dieser schönen Raketen. Dann schauen wir mal, ob die ihren Preis wert sind. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also bis gleich draußen zur Zündung. So, jetzt haben wir hier die Delta Fire Red Palm. Das ist jetzt wohl normal. So. Dann haben wir hier, sieht man noch nicht. Machen wir hier mal eine Red Peony und eine Willow. Lassen. Jetzt haben wir hier noch eine Rain. Die war auch schön. Und als letztes haben wir noch eine Red Dahlia.